Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. Und zwar nicht zu einer normalen, gewöhnlichen Folge, sondern zu einer Baufolge. Ja, warum geht's hier? Ich zeige euch mal die Kleinigkeit, die wir haben, um ein bisschen Essen zu erstellen. Hier haben wir Brote. Hier oben kann man das Weizen reinschmeißen. Für Hamburger. Ich sag mal nicht in der letzten Stufe, aber wir kriegen Glücksburger. Das sollte für den Anfang erstmal reichen. Was ich vorhabe. Da ist die Plattform schon mal gebaut worden, wenn man jetzt da hingeht. Bei dem Bauserver kennt man ja das Gebäude schon. Was ich da hingesetzt habe, ist ja dieses Zertempel, sag ich mal, für Söllendorfer, was ziemlich groß ist. Aber was mein Plan heute ist, ich habe ein bisschen Material gesammelt, ihr seht schon. Eisen, jetzt habe ich schon ein bisschen Grit hergestellt. Denn ich wollte gucken, ob das mit allem funktioniert. Und es funktioniert auch mit fast allem. Denn hier seht, ich habe Kohle, ein paar Diamanten. Zwei Diamanten ist jetzt nicht viel, ein bisschen Salz. Ist alles noch im Rahmen. Nur, uns geht auch irgendwann das Eisen aus, beziehungsweise irgendwann geht auch die Kohle wieder aus. Und dann habe ich mir gesagt, okay, nimmst du mal den Heater, den wir hier haben. Den bauen wir uns jetzt heute mal. Wir brauchen einfach nur Kupfer. Kupferkohle, so haben wir massenweise Kupfer. Und um ganz viel Kupfer zu bekommen, gehen wir einfach in die Werkbank. Und schmeißen das hier rein. Wir haben jetzt noch genug Eisen, das können wir gleich mal. Jetzt brauche ich erstmal das Kupfer. Ne, das Kupfer habe ich schon hergestellt, genau. Das ist schon da. Noch Silber. Oh, immer wieder reinlegen. Nickel können wir auch schon mal machen. Zack. 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 Gut, Eisen machen wir gleich. Jetzt werde ich mir mal eben ein bisschen Kohle schnappen. Ist das eigentlich zu laut? Ich glaube schon, ne? Nicht leiser stellen, ich kann es aber hier ein bisschen leiser stellen. So. Ich glaube, die Musik ist. Oh, ein bisschen höher wieder. So. Ein bisschen Kohle wollte ich haben dafür. Hab ich das. Oh, habe ich denn das andere Zeug hingeschmissen? Hatte ich nur so wenig Kupfer? War das nur so wenig? Okay. Haben wir hier schon. Ja, weil ich brauche ganz viel Stone später. Und da kommen wir auch noch zu. Kann man schon mal Nickel reinschmeißen, links und rechts. Ah ne, das muss muss ja von oben rein. Ab. Wir brauchen 1, 2, 3, 3 und 32. Also brauchen wir 35 für einen Heater. Ist natürlich jetzt relativ viel. Und dann brauchen wir eigentlich nichts anderes. Jetzt warten wir erstmal, bis das hier fertig ist. Okay, das brutzelt durch. In der Zeit können wir an die Werkbank auch gehen und eben das Eisen schon mal klein machen. Das können wir nämlich danach reinschmeißen. Nehmen wir nachher stackweise Eisen. Ja. Zack. Das geht natürlich auch schneller, weil ich sag mal, wenn das geht jetzt schneller, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen eine Maschine dafür. Werde ich auch später machen. Ich werde mir Gearpipes machen. Dann diese automatischen Gates. Brauchen natürlich noch Pumpen und sowas. Und dann kann man das einfach ganz flüssig damit herstellen. Weil wenn man das jetzt, ich sag mal jetzt, wenn man das jetzt so die ganze Zeit macht, dauert das einfach nur ewig. So. Was sich natürlich auch bei mir noch verändert ist, jetzt kommen die anderen Let's Plays jetzt mittlerweile raus. Craft in the World habe ich sozusagen abgeschlossen, pausiert, wie weiß ich nicht mehr. Ich habe einfach beendet. Denn es ist im Endeffekt ja immer das gleiche, es nimmt halt diese unterschiedliche Herausforderung. Ich habe ja noch zwei Spiele offen, die da sind. Das ist Wimworld und Hard West. Die stehen ja beide offen. Die kommen aber auch demnächst. Erst Wimworld, die Season, und dann kommt Hard West
Da mache ich aber auch wie bei Wimworld erstmal eine Staffel fertig. Und wenn ich die Staffel fertig habe, mache ich dann sozusagen peu à peu den Rest fertig. Was heißt, ihr seht jetzt erstmal eine komplette volle Staffel von mir. Das heißt, ihr seht nur und könnt nicht sagen, okay, wir brauchen da was für. So, jetzt ist er voll. Jetzt verdoppeln wir einfach alles. Kann ja schlecht beides zusammenpacken, oder? Nein, das geht nicht. Natürlich noch Gold, auch später für die Pipes braucht man massenweise Gold. Deswegen ist es mit dem Duplizieren durch diesen Hammer, weil der das ja quatscht, gar nicht mal schlecht. Ich frage mich aber auch nur, ob das nachher das richtige Eisen ist, aber ich glaube schon. Das macht da viel nicht aus. Jetzt können wir mal gucken, dass wir mal irgendwie alles unterkriegen. Gut. Das Lied, das Nickel, jetzt müssen wir erstmal wichtig hier Standardmaterialien zu brennen. Kohle. Kohle ist wichtig. Nehmen wir noch erstmal ein Stack mit. Ich wollte gerade sagen, warum spuckt der jetzt was aus? Ist ein bisschen komisch. Nichts mehr drin, das heißt, jetzt packen wir noch links und rechts 2 Stacks Kohle rein. Ich glaube, damit sollen wir auskommen. Zack. Okay, Kupfer, ja, jetzt kommt das normale Eisen raus, das ist super. Aber mit Effekt, einfach viel, viel Material, was wir jetzt verkraften können. Dann brauche ich noch Sticks, habe ich gesehen, glaube ich. Redstone. Ne, ich habe nichts mit. Weil ich auch so langsam dann, wenn jetzt Centos wieder aktiv ist, mit dabei, weil er sozusagen krank war für diese Folge hier, die ich jetzt aufnehme, dann wieder da ist, dass wir ein bisschen da unten, ich hatte jetzt doch hier, dass wir dann unten schon mal was anfangen können zu machen. So, jetzt brauche ich erstmal diese Coils. Okay. Ach, da kriegt man, okay. Ist nicht schlimm, wir brauchen eh mehr, bestimmt. Können wir das anordnen lassen? Können wir nicht. Achso, da brauchen wir noch diesen Block. 2, 3, 4. Ich dachte, da bekommt man nur einen raus. Okay. Den Heat up. Jetzt brauchen wir den Kinetic Dynamo. Der. Okay, noch so ein Block. Kein Problem. Ich glaube, da machen wir einfach 2 Blöcke raus, dann haben wir welche. Ein Kinetic Motor. Der wäre für das Wasserrad. Und dann haben wir so eine Bank. Ne, Capacitator. Low Voltage Capacitator. Da brauchen wir dieses komische Wood. Ich weiß gar nicht, ob ich davon noch irgendwas habe. Weil das Ding ist ja eigentlich im Keller gewesen. Da brauchen wir eine Flasche und Holz. Beziehungsweise bräuchten ja nur einen Eimer. Das wäre ja eigentlich nur, wenn wir da wieder unten Kohle rein. Genau, deswegen war ja auch Kohle bedacht. Der ist ja hier. Ist ja noch was da. Machen wir mal so welche Blöcke, damit wir auch eine Bank haben, dass das einfach mal ein bisschen speichern kann, weil wir nichts zu tun haben. Holz. Holz habe ich hier. Ich hoffe, es geht mit diesem Holz hier.
Perfekt. Einmal Lead. Habe ich natürlich nicht. Aber das macht nichts. Was soll ich da? Das kann man eigentlich noch alles braten, aber ich sag mal jetzt. Für das so, könnten wir auch. Eben so machen. Dass wir es lecker gebraten bekommen. Ah, ich brauch zwei. Gib. Zwei waren richtig, ne? Einer wieder auch richtig. Okay, Eisen zum Buddeln wieder und für Werkzeuge. Ruder für Rüstung ist immer gut. Haben wir. Vergessen wir den. Geht das mit Edzeich noch immer? Massive Engineering. Waker Switch, den braucht man nicht. Ich brauche diese komischen. AV-Connector, da. MV Low Voltage Connector. Hardenclay? Okay, dann müssen wir Clay. Clay. Ich hatte ja genug Clay fürs Dach verbraucht, aber ich habe, glaube ich, nichts übrig gelassen. So. Haben wir es übrig gelassen. Dann bringen wir das auch weg. Dann haben wir noch Coils. Hier, dann kann er jetzt erstmal hier das harten Clay machen. Wie brauchen wir denn dafür? Also vier Stück, dann hätten wir acht. Und ein bisschen Kupfer. Kupfer drei Stück. Und wir haben noch acht von denen, das passt. Jetzt brauche ich den. Den Engineering Hammer. Packen wir jetzt erstmal das Teil. Packen wir das jetzt erstmal hier dran. Das ist ja hier. Normalerweise müsste ja. Also normalerweise. Der Kinetic Motor da dran. Ich hoffe, dass er jetzt richtig rum ist. So. Ach, jetzt kam ich hier nicht durch, wegen den Monstern hatte ich das gemacht. Jetzt die Frage, machen wir es jetzt erst rein? Wo stellen wir das jetzt erst hin? Weiß es nicht. Seine geht's kaputt, dann kriege ich aber einen Anfall. Hier hinter ist doch irgendwo dieser komische Raum, oder nicht? Oh. Ich bin natürlich clever und treffe genau die richtige Seite. Ich kann doch schlecht sagen, ich speise es doch hier ein, oder nicht? Blau rein. Machen wir hier offen. Mehr war blau rein. Oder orange rein.
Also ein bisschen Hahnklee, das würde ich, da stelle ich mir jetzt die Frage. Also dann stellen wir es da oben jetzt rein. Weil das würde ja passen. Hahnklee, Lied brauchen wir gar nicht. Denn CO3. Wir müssen ja mit den Copper Coils diese Verbindung herstellen. Wenn ich das noch richtig nach Bedeutung habe. Wir können mal auf den Bauserver switchen. Da ist es ja da. Ich kann ja auch zeigen, was ich mit diesem Grid mache später. Weil Hammer ja sich nicht verbraucht, was ja gut ist. Weil das ist hier die Maschine fürs Grid. Alles mal in eine Kiste. Seht ihr das hier? Jagt er das einfach durch. Hier ist es dann fertig. Hier brauche ich nur eine Kiste oder beziehungsweise hier brauche ich immer einen Inventarplatz. So, hier ist das Haus noch nicht da. Genau, dann zeige ich euch mal eben das hier noch. Da ist der Tempel nach. Hier wird noch die Schneise mit der Brücke reinkommen an der Stelle. Wird aber kleiner gemacht. Also was ihr jetzt da seht, ist ja riesengroß. Wird kleiner gemacht. Auf jeden Fall. Den Wald werde ich später noch künstlich weiterziehen. Also er wird noch weitergezogen hier. Weil ihr seht jetzt habe ich erst hier ausgeklingt, aber das mache ich dann halt offscreen. Weil ich möchte ihn, dass wieder jemand mit einer Coltrüstung zu dem Ding hinsetzen, wo wir jetzt gerade hinfliegen. So, dem ein bisschen. Genau, jetzt kommt der See. Hier war dieses, genau, hier war dieser Stollen sozusagen. Hier kommen wir zu dem, was ich gebaut habe. Und zwar seht ihr einen kleinen Staudamm, der natürlich jetzt Strom produzieren könnte. Ich finde das aber hässlich hier. Im Nacheffekt finde ich das total hässlich. Ich finde es okay, ne, aber mich überzeugt das noch nicht ganz. Kann man ein bisschen Strom herproduzieren. Hier soll ein Villager drauf hin, an der Stelle. Mit diesen Zäunen hier, dass die Villager nicht rüber können. Also ich werde das doppelt so hoch machen. Und hier wollte ich, hier ist das, was ich meine. Ich muss in den blauen rein, und genau, blau rein und Ding raus. Und dann muss ich die Seite anklicken, dass der Heater laufen kann. Bitte. Und dann kann man einfach so ein bisschen Burning machen an der Stelle. Jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt hier Stack Sand. Schmeißen wir Sand rein. Durch den Heater verbrauchen wir keine Kohle. Natürlich geht dann der Strom immer weg. Weil ich jetzt hier kein Volt-Messgerät habe. Das sah sehr komisch aus, das Ding da. Ah, ist jetzt voll. Der Storage ist auch voll, also der wird jetzt produzieren. Und solange das voll läuft, haben wir einfach genug Platz in dem. Muss jetzt in Blau rein. Blau rein, Orange raus. Und diese Kombi muss ich jetzt finden an dem Ding. Ich hoffe mal, der hat in der Zeit jetzt ein bisschen was gebrannt. Und der Server schmiert ich hab's sauber. Zack. Ach, der geht wieder nicht an der Wand wegen Carpenterblock. Genau. Weil manchmal ein bisschen spinnen. An Carpenterblöcken gehen sie nicht dran, an den anderen Dingern gehen sie dran. Da brauche ich einen Engineering Hammer. Ich brauche hier definitiv blau. So will ich es haben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich diese. Sein. Ob ich die Strecke. Okay. Das können wir verbinden, das ist super. Jetzt machen wir erstmal den Heater dran. So, jetzt müssen wir eine Sache tun. Einmal mit dem Hammer oben drauf klicken. Ja, so, einmal mit Shift links oben drauf. Dann seht ihr, da ist ein Punkt. Da geht er rein, weil sonst ist der nicht da vorhanden. Da verbinden wir einfach diese beiden Positionen hier.
Jetzt hätte ich genau diese Volt mit der Bomber Kompass und so zwei Sticks. Wie mache ich denn diese komischen Sticks? Okay, einfach zwei zusammenführen hier. Ein Kompass und ein Kupferbarren war das hier. Da können wir nämlich billiger braten. Also ich brauche, habe ich alles bei mir. Hat's. Eine Kempis. So war das Rezept hier. Bam, 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 bam.